So, herzlich willkommen zurück, meine Marzipanschweinchen. Heute begeben wir uns wahrscheinlich auf die Wallfahrt, wie sie alle nennen. Aber vorher machen wir einen kleinen Abstecher zu unserer Martha. Oder so ähnlich, keine Ahnung, wie die heißt. Hab auf jeden Fall noch nie mit der gesprochen. Sie soll uns sagen, oh, eine Kantine, da wollte ich doch schon immer mal hin. Hätte mir fast den Arsch aufgerissen. Hä? Die soll uns auf jeden Fall sagen, wie ich uns hier einbringen kann. Hoppla, wo haben Sie dich denn aufgelesen? Auf der Straße. Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Eine ausgewogene Ernährung ist die Energiequelle eines jeden Organismus. Ah ja, ja. Ich denke, es reicht, wenn man sagt, dass mein Essen satt macht. Was? Okay. Das sage ich lieber nicht. Die ist ganz nett. Warum ein Geheimnis um das bisschen Essen machen? Weil es mir normalerweise nicht gestattet ist, das Essen ungeprüft an jemanden auszuhändigen. Ungeprüft? Aber wenn jemandem der Magen knurrt, gebe ich gern. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Ich bin doch kein anderer. Mensch. Oh. Ist ja echt nett von dir. Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Das ist eine wirklich coole Eigenschaft. Okay, ja, warum nicht? Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Nein. Ich hänge an meinem Leben. Ich auch. Für den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Okay, und was ist mit den Berserkern? Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten. Und da kann ich bestimmt helfen. Ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Ich weiß deinen Vorschlag durchaus zu schätzen. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Jetzt kommt's. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Okay, wo sind sie? Und was wollen sie? Oder man überfällt sie und nimmt sich, was man braucht. Das machen vielleicht die Alps oder Outlaws. Aber nicht wir Kleriker. Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Ding, ding, ding. Ich glaube, ich mach's. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Wenn du also etwas für unsere Gemeinschaft tun willst, rennst du bei mir offene Türen ein. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Oh ja, hoffentlich. Hoffentlich werde ich auch fündig. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Okay, gut. Jetzt schauen wir nochmal in der Waren. Deine Ware. Natürlich. Was hast du denn alles? Schnapsbrausen, bla bla bla, Energiespeicher, Heiltrank. Mir ist noch was aufgefallen. Was Kleines, aber Feines aufgefallen. Eine Werkbank. Ich brauche mal kurz eine Werkbank. War nicht hier gleich eine? Ich weiß es nicht mehr. Hier war keine. Irgendwo war doch dieser große Einlass vom... Nein. Wo war denn das nochmal? Irgendwo hier. Da drin? Nee. Weiß es nicht mehr. Weil, man kann ja seine Waffen verbessern, ne? Das geht. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob ich das machen kann. Wenn ich denn den Eingang zu dieser verflixten Werkstatt finde. Aber ich glaube, die ist da vorne. Kann das sein?
das. Was ist das? Ist das eine Werkbank? Ha, check. Werkbank. So. Waffen? Plasmagewehr. Waffe steigern. Ich brauche 5-mal reines Elex, 10 Elektroschrott, Schrott und noch 14 Energiespeicher. Die hatte 12 gehabt. Ah, die kosten, glaube ich, 10 pro. Weil das würde Schaden plus 20 machen. Ich lass mal jetzt alle Energiespeicher, die ich finde, bei mir in der Tasche und das reine Elex auch. Weil dann könnten wir mal unsere Waffe upgraden. Das wäre doch mal eine Sache. Also finde ich, ich fände es eine super Sache. Gut, das wäre dies. Jetzt mal zur Action. Wir gehen auf Wallfahrt. Und auf dem Weg nehmen wir natürlich auch die netten, komischen Essens-Heinis mit. Dessen Namen ich mir nicht merken konnte. Was war denn das jetzt? Das? Nein, hier. Genau. Wallfahrt. Y. Warum hat er mir eigentlich die Himmelsrichtung erklärt, wenn es eigentlich auf der Karte verzeichnet ist? Egal. Ich sehe hier aber bloß 3. Ach, weil ich wahrscheinlich schon an einem gebetet habe. Wisst ihr noch? Da, wo die Banditen und der eine Pfutzi da waren? Das war 100%ig so. Ich schwör's. Bei meiner Seele. Egal. Servusle, ich möchte hier beten. Muss ich immer 100 Splitter zahlen? Ich glaube, das gibt mehr Erfahrung, wenn ich 100 Splitter zahle. Egal. Jetzt suchen wir uns den nächsten raus. Dann nehmen wir einfach den Straightforward oder so ähnlich. Da. Markierung gesetzt. Losgehampelt. Ich hoffe, da war doch irgendein Gegner, oder? Da. Dann mal die Waffe ziehen. Stirn! 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 Da drüben! Da drüben! Lauf mir nicht ins Feuer rein. So. Mensch. Wer läuft denn schon in die Schusslinie? Wer ist denn so blöd? Na, Falk. Tut mir leid. Ich wollte dich jetzt nicht. Doch, ich wollte schon, aber du solltest es nicht mitkriegen. So. Panzer, grüß Gott. Nochmal ein Panzer. Servus. Hier muss man aber so aufpassen. So. Dann gehen wir vor zum Wasserfall und dann müssten wir ja da sein. Hoffe ich doch mal. Hoffe ich mal ganz schwer sogar. Was da unten ist. Nichts. Ein feuchtes Nichts. So. Da haben wir auch schon den zweiten. Ich zahle jetzt mal die 100 und schaue, was dabei rauskommt. Hier waren die Hühner. Diese Riesenrotte an Hühner. Das war wahrscheinlich die nächste Probe. Die haben wir alle schon gemacht. Hier, 100 Splitter. Nein. Irgendwas muss das doch mit den 100 Splittern auf sich haben, oder? Irre ich mich da jetzt? Ja, bleib da hinten, wenn den nicht rauscht. Der Ballet. Feuerteufel. Das ist ein Stim. Liegt hier einfach so Drogen in der Gegend rum. Mensch. So, jetzt porte ich mich nochmal zum Hort. Gut. Drück nochmal die M-Taste. Und jetzt müssen wir da runter. X. Hallo? Ach, komische Steuerung. So, X. So. Jetzt hatten wir das letzte Mal ja schon verdammt gute Erfahrungen gemacht mit dem Weg hier runter, ne? Aber ich laufe jetzt einfach mal auf der anderen Seite. Und ich habe hier immer noch 56 Granaten. Das sollte schon werden. Da werden schon keine Riesen sein. Nein, du wirst nicht warten, du kommst mit. Nein! Oh! Warum kann ich nicht so cool jetpacken wie er? Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Das wäre jetzt echt fast schief gelaufen. Egal. Ich mach das Viech da hinten kaputt. Wahrscheinlich mit Granaten. So, du bist außer Reichweite. Und du stirbst. Stirb! Oh Gott, das hält wieder viel zu viel aus. Ein Kampf! Stirb! Steinklaue! So.
Die andere Steinklaue hat nichts mit davon bekommen. Jetzt haben wir uns noch die Energie voll. Granate weg. Plündert. Und weiter geht's. Heieiei, das waren glaube ich wieder 4 oder 5 Granaten, gell? Und da hinten stehen nochmal 3. 3 Stück. Das ist doch unfair. Unfair. Denen gegenüber. Stirb! Steinklaue! Da drüben! Eine ist tot. Treffer. Und versenkt. Das ist die nächste. Und die können wir vielleicht auslassen. Warum trinke ich immer die ganze Zeit? Bin ich so durstig? Ist ja auch heiß hier. Da muss man schon mal ein, zwei Heiltränke trinken, ne? So. Kommt mal auch mal wieder was, was ich ohne Granaten besiegen kann? Nein? Okay. Ein Reißer. Den kriegt man auch so klein. Ich komme. Voll ins Gesicht. So. Gut. So. Ich glaube... War da was? Nein. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so weit davon entfernt, oder? Drücken wir mal auf die Karte. Oh, wir sind sogar ganz nah. Das finde ich gut. Ich habe aber ein bisschen Angst, weil hier waren diese komischen Riesen und Mutanten und Zeug und... Pfui, Spinne. Oh, da ist schon wieder so ein Vieh. Da oben ist ein Huhn. Das hat den ganzen Tag nichts zu tun. Und da ist diese Dingens da. Und ich spende wieder. Finde ich gut. Und jetzt habe ich es eigentlich geschafft, oder? Oh. Habe ich es geschafft? Egal. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf. Und such diese komischen Nahrungstybis. Die sind... Schließen. Map. Da. Oh Gott. 8 Kilometer weit entfernt. Und nirgendwo irgendwelche Teleporter, oder? Könnte man vielleicht von da unten... Nee, das dauert viel zu lang. Das dauert viel, viel zu lang. Aber wenn ich da jetzt durchlaufe, werde ich sterben. Beschleicht mich das leise Gefühl. Ich versuch's trotzdem. Was bist denn du für einer? Die Hühle. Ich glaube, dich krieg ich so kalt. Ein Kampf! Au. Ja, greif zur Nahkampfwaffe. Langweiler. Au! Nachladen. Und hochspringen. So. Au. Au. Verschwinde. Au. Mensch, was mache ich denn falsch? Achso, ich müsste mal in Nahkampf gehen, oder? Und was trinken. Glück, 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 Glück. Schildchen raus. Und los. Ab in den Nahkampf. Oh Gott, wir prügeln ihn halt direkt dahin, so. Die Dinger sind schon hart. Es ist jetzt tot da hinten endlich. Er hat es halt immer noch nicht geschafft. So. Jetzt bist du dran. Einfach drauf einprügeln, bis es stirbt. Boah, das war jetzt mal wirklich ein Pieks, Junge. Ja genau, steh mal wieder auf. Wird ja auch mal Zeit. So, jetzt wird wieder eingehackt und eingestochen. Ach, ein schwerer Schlag mit Schild, hau ich ihn weg. Das ist ja mal interessant. Aufpassen. Voll weggehauen. Ob ich den jetzt wirklich so im Nahkampf besiege, weiß ich nicht. Das war daneben. Das war klipp und klar daneben. Hau mich nicht. Oh,
das dauert mir viel zu lange. Tut mir leid. Tut mir leid, lieber Skeks. Das geht auch schneller. Und tschüss. So. Lass das mal die Granaten machen. Renaden. So. Ja, ich erinnere mich. Hier sind wir das letzte Mal gestorben. Sollen wir es wirklich nochmal probieren? Ich speichere mal. So. Und ich trinke einen Schluck. Noch besser. Dann laufe ich mehr rechts. Hier so mittendurch am besten. So. 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 Dann waren hier diese komischen... Bedrohlicher Ort. Ein ganz bedrohlicher Ort. Schauen wir mal uns die ganze Sache von da oben an, hätte ich mal gemeint. Wenn ich hier hochkomme. Okay, das sind irgendwelche komischen Häscher, hießen die, glaube ich. Habe ich so in Erinnerung. Und von hier aus... Und da ist dieses Mistvieh. Dieses hässliche Drecksmistvieh. So, jetzt seid ihr erstmal dran. Ich greife an. Ha, habt wohl keine Fernkampfwaffen, hä? Müsst wohl stehen bleiben, bis ihr sterbt. Halt, warte mal, ich kann ja auch... Ui, ich kann den auf Explosion stellen, dann haut's die weg. Ist ja geil. Zieht wahrscheinlich aber weniger ab. Das probiere ich mal mit dem Ding da unten. Komm, das funktioniert bestimmt auch. Bitte lass es funktionieren. Ja! Ist ja geil. Wie geil ist das denn? Da hat es also auch einen Knockback. Komm mal her. Jetzt traue ich mich hier auch runter. Komm. Freund Blase. Da drüben. Los, lauf mal ein bisschen näher. Ja, das macht viel weniger Schaden, glaube ich. Hey. Das dauert wieder ewig. Aber so für kurze Feuergefechte mit leichteren Gegnern. Bitte. War mir eine Ehre. So. Stellen wir das mal wieder auf Granate. Wo ist es denn hin? Da hinten. Ach, da hinten. Stirb! Hässliches! Oh, Mistviech! So. Dich muss ich aber looten, weil ich lootgeil bin. Tja. So, jetzt ist aber hinten. Na, da kommt's. Das hässliche Drecksteil. Mit dir wollte ich gar nicht reden, Junge. Servusle. Moloch. Boom. Ich bin direkt hinter dir. Das glaube ich dir sogar. Was hast du für eine Hackfresse? Au. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warum habe ich denn eigentlich keine Tränke mehr ausgerüstet? Wo schmeißt du schon wieder hin? So. Gab aber gut Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Also schlecht war es jetzt nicht. Aber das Gesicht, naja. Igitt. Habe ich die da hinten eigentlich schon geplündert? Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Ja. Und so. Elektroschrott brauche ich, um meine Waffe aufzuwerten. Habe ich ganz vergessen. So. Okay, wir haben das Riesenvieh platt gemacht und hoffen... Ach, da hinten stehen noch Häscher rum. Ich weiß nicht, ob ich die einfach so besiegen soll. Mit den Waffen. Mit der da. Auf. So gestellt. Piu. Da drüben! Da drüben! Jetzt komm mal her da! Und in your face! Das ist blöd, gell? Wenn man die ganze Zeit hinfällt. Ne? Das ist echt ein guter Trick jetzt.
Ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Jetzt stellen wir mal um. Was war das? Ach, das war der EMP-Schuss. Der lähmt die auch noch. Hier lernt man ja Sachen. Du. Das ist ja wunderbar. Gut, wir haben es hier durchgeschafft. Ohne Riese. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Keine Ahnung. Aber ich möchte es auch nicht... Oh, da ist nochmal so ein Malochviech. Pfui. Pfui. Brauche ich nicht. Beim besten Willen nicht. Nee. Gut, hier sind wir abgebogen zu den anderen Klerikern oben, um die Razzia durchzuführen. Das weiß ich noch. Das war da oben, glaube ich. Ja. Genau. Und da hinten müssten jetzt die komischen Einzelhansis sein. Einzelhansis. Die Meinzelmännchen mit dem Essen. Aber wo genau, das weiß noch keiner. Ich schau mal auf die Karte. Also gut. Straße runter, links, hätte ich gesagt. Genau, Straße runter, links. Das machen wir jetzt auch. Auf die Plätze, fertig, los. Da ist auch der Schrein, an dem wir hätten beten sollen. Was wir aber schon gemacht hatten. Da war nämlich der eine Kleriker ja davor gestanden, der gemeint hat, oh nein, Hilfe! Irgendwer muss mir helfen! Und ich war dann auch so frei, um mit Granaten zu schmeißen. Ja, ist ein teurer Spaß hier, so Granaten. So billig ist das nicht. Gut, also. Ich gehe mal hier sehen, den Nicht-Monster-Weg. Ich habe nämlich Angst mittlerweile. Ein bisschen. So. Das war der eindeutig Nicht-Monster-Weg. So. Wenn ich dann noch auch die Steuerung noch drauf hätte, wäre das umso besser. Grüß Gott, die Herrschaften. Wer bist denn du? Vagabund. Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Nein. Nein. Könntest aber eine Mütze voll Schlaf vertragen. Ich seh's dir doch an. Besser, du vergisst nicht, dich ab und an in die Horizontale zu begeben. Und komm ja nicht auf die Idee, ein Nickerchen zwischen den Felsen zu machen. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Ist doch nett, wenn die sich so gegenseitig helfen. Ja, hier muss doch noch einer sein. Metallschrott? Hallo? Da ist ein Bett. Jo, vielleicht hier in das kleine Hütchen. Nein, auch nicht. Oh, das ist, glaube ich, das Klo. Ist das ekelhaft. Pfui. Servusle, wer bist du? Na, du bist wohl auch schon eine Weile auf den Socken. Ich sagte ja, wenn du aus dem Achselschweiß eine Suppe machen kannst, dann wird es Zeit für eine Pause. Den Tipp gibt es frei aus. Vielen Dank. Warum hat es dich nach Ignadon verschlagen? Die Vergangenheit. Das musst du mir erklären. Die falschen Freunde, die falschen Ziele, das falsche Leben. Auch wenn es sich wie ein Witz anhört, hier ist es 100-mal sicherer als da, wo ich herkomme. Mehr kann und will ich nicht darüber erzählen. Okay, mit dir kann ich also auch nicht sprechen. Dann gehen wir mal ein, zwei... Oh, ein Teleporter. Muss wohl einst zur Wasseraufbereitung gedient haben. Dennoch empfehle ich es nicht zu kosten. Okay, Teleporter. Firmengelände Vulkan. Heißt die Firma so oder heißt sie jetzt bloß so, weil hier ein Vulkan ist? Ja, ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Ich bin Kleriker, aber okay. Freut mich ebenfalls. Ist es nicht toll? Da sind wir im entferntesten Winkel der Welt und keiner kann uns die gute Laune nehmen. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Sag ich auch. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Die Umstände darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich. Denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Ja gut, nee, ich habe andere Pläne. Das wollte ich jetzt gerade echt sagen. was sage ich jetzt? Nein, ich habe andere Pläne. Natürlich hast du die. Ich wünsche dir, dass sie auch aufgehen werden. Nee, ich habe schon zu viele Menschen getroffen, die an falsch gesteckten Zielen gescheitert sind.
Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Rationen, bitte. Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Oh, das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Also praktisch Nahrung gegen Waffen. Ich dachte, ihr seid gute Jäger. Richtig. Und im Normalfall ist das zusätzliche Fleisch auch nicht zu verachten. Aber die Kadaver locken mittlerweile immer größere Exemplare an, für die unsere Bewaffnung nicht ausreicht. Ich soll euch mit Waffen ausstatten? Nein, die kaufen wir schon selbst ein. Ja, was denn dann? Du wirst eh nicht alles innerhalb kürzester Zeit auftreiben können. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir, sind wir im Geschäft. Okay, ich muss ihm jetzt echt Geld zahlen. Ich versuch's mal mit Schutz von den Klerikern. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Ein Individuum kann niemals die Anzahl an Problemen schultern, die eine Gemeinschaft bereit zu tragen ist. Du klingst auch wie ein Theoretiker. Ja. Ich bin eher an praktischen Dingen interessiert. Okay, mal sehen, ob 250 ausreichen. Reicht das, damit du mir die Vorräte überlässt? Nicht ganz. Aber lass den Rest stecken. Den verbuchen wir als Rabatt. Ja. Was? Darauf stehen die Codes für die Vorratslager. Nimm dir aus ihnen, was du brauchst. Okay, cool. Aber warte mal, es ist wirklich eine Spur zu freundlich. Du bist mir eine Spur zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Das ist sowas von eine Falle. Okay. Danke. Das Angebot nehme ich gerne an. Dann laufe ich mal in die Falle. Nichts zu danken. Ist doch selbstverständlich. Okay. Das war's mal wieder für heute. Ich freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr wollt, wie ich nächste Folge total blind in eine Falle laufe, dann schaltet doch mal wieder ein. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Dings. Und bis zum nächsten Mal bei Elix und bei mir. Auf Wiedersehen. All about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. If he dies, you die. There. There's your job. I'm on the big stage. I got my crew. I'll get you moving. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about.